wollte ich doch mal ein kleines oder mittelgroßes Update geben, was gerade so bei mir abgeht. Ich mache da Unterscheidung zwischen zwei Dingen, einmal was ich in der äußeren Welt mache und dann was sich innerlich halt abspielt. In der äußerlichen Welt ist es so, dass ich jetzt erstmal im Osten war für 2 Monate und wir da überlegt hatten, ein Selbstversorgungsprojekt zu starten, anzugehen, bei einem vorhandenen Hof mit vorhandenen Obstbäumen und so weiter. Und das haben wir jetzt erstmal auf Eis gelegt in dieser Konstellation, sage ich mal. Und ja, ist jetzt auch nichts Festgelegtes, ob das nochmal aufgerollt wird oder nicht. Einfach mal schauen. Wir haben da festgestellt, dass wir auch nochmal uns selber im Klaren sein wollen, was wir wollen. Und ja, mein Gefühl sagt mir auch erstmal, was anderes machen zu wollen. Erstmal ein bisschen ja, rumreisen, also Leute besuchen in erster Linie. Und jetzt war ich dann 2 Monate bei meinen Eltern, weil die Hilfe brauchten. Die haben ihr altes Haus verkauft und da haben wir jetzt 30 Wagenladungen plus Anhänger an Zeug rausgeholt, an Sachen. Also ich war da drei, viermal die Woche, 6 bis 8 Stunden am Tag nonstop halt am Helfen, Sachen rauszuholen und einzuladen, abzutransportieren. Vom Grundstück auch noch ganz viel Müll. Jetzt am Samstag helfe ich dann nochmal das letzte Mal und ja, danach bin ich dann wieder weg hier. Meine Mutter habe ich auch bei der Ernährung viel geholfen und gekocht und so weiter. Und dann bin ich in Berlin ab Sonntag auf unbestimmte Zeit. Also ich schätze mal mindestens 4 Wochen, eventuell auch länger oder halt, was sich dann spontan ergibt. Und da werde ich dann einige Leute treffen wollen. Und ja. Zum Thema Ernährung kann ich nicht viel sagen, außer dass ja, ich mich nicht auf dieses Externe halt fokussiere, weil es meiner Erfahrung nach eine viel größere Rolle spielt, was innen abgeht. Und das Äußere auch ein Teil des Inneren ist. Und so gesehen habe ich auch durch etliche Experimente für mich erfahren, dass das Äußere nur bedingt eine Rolle spielt und zwar in dem Maße, wie man auch selber programmiert ist. Also ich möchte auf jeden Fall mal ein Thema zur Programmierung auch machen, weil das halt so auch momentan bei mir so das wichtigste Thema ist und mir auch als das wichtigste Thema erscheint. Also ich war halt schon mal in dem Status, wo die Programmierung alle weg waren, wo auch meine geistigen Programmierungen und ja, wie sagt man, ja, das, was im Unterbewusstsein, in der persönlichen Unterwelt, sage ich mal, noch nicht bearbeitet ist, das habe ich alles mal bearbeitet gehabt. Und dann waren alle Programmierungen weg und dann war auch wirklich nichts mehr da. Ich brauchte auch keinen Schlaf mehr, die Programmierung war auch weg. Und das ist auch die gleiche Geschichte wie früher bei den Hexen, wenn die nicht gebrannt haben einfach, weil die Programmierung einfach weg war, dass es das Feuer verbrennt. Aber das wäre ein ganz anderes Thema, da möchte ich nicht zu viel zu sagen. Momentan noch in diesem Video jetzt. Ja, ich hatte zum Beispiel in wenigen Stunden 50 Tassen Kaffee getrunken, ohne dass ich groß was gemerkt hätte, und am nächsten Tag nochmal 30 Tassen, um ja nochmal zu bestätigen, ob das jetzt wirklich nur jetzt für einen Tag so gegolten hat, sage ich mal, oder doch irgendwann ein negativer Effekt sich einstellen würde. Also ist nicht viel passiert. Also ich habe halt schon irgendwann eine leichte Übersäuerung gemerkt. Aber nichts, was mich gestört hätte oder so. Ja, und ja, im Prinzip kommt es halt viel auf die innere Einstellung an, wie frei man sich innerlich machen kann und ja, dass man so sozusagen den Mut aufbringen kann, ja, das zuzulassen und ja, was man zum Beispiel jetzt an Energien in sich reinschüttet. Im Prinzip sind das für mich halt alles Energien und Physikalität ist für mich halt nur eine andere Form von Energie und da kann ich dann selber entscheiden, möchte ich die Energie zulassen, möchte ich die nicht zulassen, in welchem Maße. Und ja, je destruktiver, sage ich mal, die Energie ist, desto aufwendiger kann es sein, sein Mindset so zu bearbeiten, dass es einen nichts ausmacht. Da gibt es zum Beispiel auch Leute, die sich von radioaktiver Strahlung ernähren.
Solche Geschichten halt. Aber das, da bin ich jetzt auch noch nicht so weit, dass ich jetzt irgendwie Siankali oder so essen könnte und dann nicht sterben würde oder so. Ja, egal. Das zu dem Thema. Genau, also deswegen kann ich nichts Genaues sagen, wie es mit Ernährung bei mir aussieht, weil es für mich, weil alles fehlleiten würde, was ich sagen würde, weil jeder das auf eine individuelle Art und Weise aufgrund deren Programmierung, ob es jetzt eine Massenprogrammierung ist oder eine Programmierung aufgrund einer gewissen Szene, Rohkostszene, Veganszene oder sowas, jeder interpretiert das dann halt für sich selber und deswegen sage ich dir jetzt erstmal, das bringt halt nichts irgendwie. Ob ich jetzt 10 Kilo vegane Wurst am Tag esse oder 2 Wochen lang gar nichts, ist für mich im Prinzip das Gleiche, sage ich mal so. Auf einer gewissen Ebene auch wieder nicht, aber ja, spielt jetzt für mich momentan keine übergeordnete Rolle. Was sonst innerlich abgeht, ist, dass ich versuche, die, oder dass ich es gerade mache, die männliche Seite wieder mehr zu integrieren. Da hatte ich lange Zeit einen Widerstand gegen. Also ich habe trotzdem noch das Ziel, also ich habe Ziele, ja, die weibliche Seite noch stärker zu integrieren, noch stärker anzuschauen, hochzuholen, auszuleben, zu integrieren, also sehr, sehr intensiv, das habe ich weiterhin noch vor, aber trotzdem möchte ich zusätzlich auch die männliche Seite wieder integrieren und ja, kanalisieren auch vor allen Dingen, also ich möchte damit nicht irgendwie verletzen oder sowas, und das war halt auch mein, warum ich eine Blockade gegen hatte, weil ich immer gemerkt habe, dass das Leute verletzt, weil die es halt auf eine negative Art und Weise interpretieren. Aber man kann ja deswegen nicht die Seite bei sich selber blockieren, nur weil andere sich dann verletzt fühlen, obwohl man es gar nicht so gemeint hat und es auch nicht so ausgedrückt hat. Aber viele fühlen sich halt eingeschüchtert und denen macht das Angst, halt so eine männliche Seite, sage ich mal so. Ja, irgendwie kann man in der Gesellschaft die weibliche Seite nicht wirklich ausleben und die männliche Seite aber auch nicht wirklich. Irgendwie ist alles fucked up. Also ist total seltsam. Und ich will auf jeden Fall beides ausleben und beides in einem im Vergleich zur Gesellschaft sehr, sehr hohen Maße. Also beides in einem sehr hohen Maße. Ja, das integriere ich gerade wieder und mache ich ziemlich coole Erfahrungen mit. Was kann ich dazu sagen? Auf jeden Fall hat man auch gemerkt, in der Zeit, wo man halt dann sehr weiblich war, wie schwer man es als weibliches oder sehr weibliches Wesen in der Gesellschaft wirklich hat oder haben kann. Oder zumindest als Wesen, was die beiden Seiten nicht ausbalanciert hat, was bei eigentlich fast keinem so ist. Aber die männliche Seite kann einem auch extrem viel helfen und notwendig. Ich sehe sie auch zu 100% als notwendig an, als überlebensnotwendig. Also nicht nur überlebensnotwendig, sondern als lebensnotwendig. Ja, man hat halt so den Drang zu verweiblichen, ein bisschen mit diesem Weg, weil dann auch viel so Ablehnung herrscht in gewissen Szenen. Unbewusst, sage ich mal. Also es wird nicht gepredigt und propagiert oder irgendwas. Aber wenn zum Beispiel dann Leute keine Muskeln mehr haben wollen oder sowas, was ich jetzt aber auch eine lange Zeit als Selbstexperiment gemacht habe, dass ich halt überhaupt nicht trainiert habe und so weiter, nur gelegen oder gesessen habe und das für einen sehr langen Zeitraum einfach aus Selbsterfahrungszwecken und dadurch auch gemerkt habe, dass man nichts machen muss, um damit es einem gut geht, sage ich mal so. Und gleichzeitig auch das innere Kind damit geheilt habe, dass man nichts, ja, dass man die Programmierung loswerden was machen zu müssen, weil einem das eingetrichtert wird. Das habe ich gerade jetzt abgeschlossen, so alles. Und kann es jetzt neutraler halt, nüchterner betrachten und mache dann halt Dinge wieder, weil ich sie halt möchte. Aber vor allen Dingen für Selbsterfahrungszwecke habe ich es gemacht. Auf jeden Fall, wenn, also es gibt dann halt Leute, die diese Seite ablehnen, auch dieses Physikalische halt ablehnen. Das ist ja sowieso das, was eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten bekannt ist in einem gewissen Teil der spirituellen Szene, dass unbewusst halt dieses Physikalische nicht mehr gewertschätzt wird, sage ich mal so. Nicht unbedingt abgelehnt, aber nicht gewertschätzt. Und das gilt mit der männlichen Seite dann quasi, also passiert dann ähnlich quasi. Also man hat dann den Drang, so ganz leicht zu werden und lichtvoll und liebevoll und so weiter. Also es ist halt dieses Typische eigentlich bei dieser, was auch so ziemlich oft aufs Korn genommen wird halt. Von anderen Leuten, also über die spirituelle Szene, sage ich mal so.
Und ich habe halt diesen Drang bei mir auch gespürt, das halt sehr stark ausleben zu wollen. Und ich möchte das halt immer noch, aber ich möchte halt beide Seiten haben. Ja. Okay, dann angeknüpft nochmal an die Physikalität allgemein. Was ist Physikalität? Das ist halt nichts anderes als Spiritualität, weil alles Energie ist. Und das ist halt dann wieder ein spiritueller Ansatz. Aber die Materie ist dann halt auch eine Energie, ist eine andere Form davon. Und wer sind wir zu bewerten, ob die jetzt schlechter oder besser ist? Ich meine, das können wir halt machen. Und da sehe ich auch rein gar nichts Schlechtes dran, das als besser oder schlechter zu bewerten. Ist auch je nachdem, was man selber für Erfahrungen machen will. Aber ich für mich möchte halt alles ausleben und ich möchte das kombinieren und dann sozusagen diese Physikalität mit in die höheren Schwingungen mitnehmen, dass man auch, ja, dass beide oder mehrere Dimensionen einfach verschmelzen. Das ist das, was ich in mir sehr, sehr stark fühle und deswegen auch sehr, sehr gerne diese Physikalität auslebe und deswegen. Ich hatte ja, bin halt mal so weit gegangen mit diesem Reinigungsweg, dass ich halt komplett innerlich leer war. Das heißt, ich habe auch keine Physikalität mehr gespürt, keine Kälte, keine Hitze und so weiter. Diese Programmierungen waren alle weg. Und jetzt lasse ich halt das wieder zu, aber halt in einem bewussten Maße. Und suche mir halt selber so die Programmierung aus, die mir halt gefallen. Und das ist einfach nur mein Weg und mein Stil. Man kann auch einfach das so lassen, wie es halt gerade ist und als perfekt für sich annehmen. Die Dinge sind immer perfekt, aber zusätzlich kann man auch immer noch was wollen, sage ich mal, und verändern. Das ist kein Widerspruch. Und ich möchte halt die Dinge bewusst und selbstentscheidend mir programmieren. Ja. Und bin dann jetzt so langsam wieder auf dem Weg, halt zurückzukommen zu mir selber und bin sehr, sehr stark gerade dabei, zu sondieren, also auszusondern sozusagen, was zu mir gehört und was nicht zu mir gehört. Weil ich sehr, sehr stark empathisch bin und im Prinzip, nicht nur im Prinzip, sondern wirklich die ganze Welt schon in mich aufgenommen habe. Und zwar jeden einzelnen Bewusstseinsstatus oder Stadium, was es so gibt. Und auch die meisten Einzelenergien habe ich in mich aufgenommen und bearbeitet, dann wieder einen Output daraus gestaltet und in diese in dieses Bewusstseinsfeld, das Globale, wieder eingespeist. Das ist dann eine Form von Lichtarbeit, das habe ich schon immer gemacht, obwohl ich noch nie was davon gehört hatte, sozusagen. Ja, und da merke ich halt mittlerweile, dass das meiste nicht von mir ist, dass ich selber von Natur aus im Prinzip leer bin, könnte man es beschreiben. Und also im Sinne von, dass halt nichts an mir haftet und dass ich halt eigentlich eine Distanz zu den ganzen Dingen habe, noch eine Distanz allgemein zu den menschlichen Sachen, beziehungsweise die dann halt wiederum bewusst ja, auslebe, sage ich mal, auch Gefühle bewusst auslebe, nicht einfach Gefühle hab und das ist dann so, sondern dass ich halt mir das alles angeschaut habe, wie ein Programmierer sich halt die ganze Palette anschaut, was da halt für Programme sind und so weiter, dann geguckt hat, ja, das nutzt mir, das nutzt mir nicht, das nutzt mir nicht. Das ist halt für mich Bewusstsein, dass ich mir den Dingen bewusst bin. Ja, genau. Im Prinzip brauche ich auch nicht mehr darüber reden, es wäre alles dann nur noch, ja, Gedöns. Auf jeden Fall das Aussondieren ist gerade bei mir stark aktiv noch in der Phase. Und transformieren, also ich bin noch stark in der transformatorischen Phase, auch mit dem Männlichen wieder reintegrieren in einem gewissen Maße und noch ausprobieren noch, aber ich bin schon sehr, sehr weit jetzt und sehr, sehr nah dran an dem, was ich für mich als optimal empfinde. Und werde dann ab dem Zeitpunkt dann auch erst mein Buch weiterschreiben wieder, weil sonst wäre das einfach nichts Richtiges geworden, sage ich mal. Das wäre, ja, das wäre nicht konsequent genug in meinen Augen gewesen. Ja, im Prinzip war es das. Ich mache wahrscheinlich noch ein Video dann, was ich mitnehme auf die Reise, was nicht viel sein wird. Vielleicht schaffe ich sogar alles in einen kleinen Rucksack reinzupacken. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.